Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs 2 Season Pass, DLC-Inhalte und so weiter und so fort. Ja, wir sind hier wieder zurück in San Francisco und wir machen uns jetzt auf zu unserer nächsten... Das hättest du ja jetzt wohl so gedacht. Will die jetzt die Bullen holen? Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Polizei, bitte, beeilen Sie sich! Ja gut, wir kriegen keine Fahndung, egal. Das CTOS überwacht die Situation. Die Polizei ist unterwegs. Ach so. Ja, dann fahren wir mal schnell weg. Tschüss! Ja, ich wollte eigentlich, sagen, wir fahren jetzt zu unserer nächsten und letzten, DLC-Mission. Und ich wollte noch sagen, gestern kam ja kein Video, also gestern am 9.7., da bin ich nicht zum Aufnehmen gekommen, weil es war einfach viel zu warm. Deswegen, ich wollte eigentlich aufnehmen, aber es war einfach so warm und boah, ich war hier gesessen, bin fast geschmolzen. Dann habe ich mir gedacht, boah, nee, jetzt machst du nicht noch hier eine Watch Dogs Aufnahme. Dann läuft der PC dann auch noch auf Hochtouren, da wird es noch wärmer und dann sitzt du hier und triefst vor Schweiß. Und das, boah, das war mir dann eigentlich so unangenehm. Also es hat sich sowieso schon so unangenehm angefühlt, weil es so warm war und dann noch, boah. Nee, da habe ich gesagt, nee, komm, da lässt du einmal ausfallen. Heute geht's eigentlich, vorhin hat es ein bisschen geregnet. Man hört es vielleicht ein bisschen Vögel draußen, aber ich muss das Fenster offen lassen, ansonsten ja, zerschmelze ich hier wieder. Deswegen bitte ich das zu entschuldigen. Ich hoffe, es stört nicht. In den Cutscenes werde ich mich natürlich muten, damit man da nichts hört. Und hier ist jetzt auch schon unsere letzte DLC-Operation. Ich bin mal gespannt, wie lange das die gehen wird. Ich meine, das ist ja ein kompletter eigenständiger DLC, deswegen. Müsste das eigentlich ein bisschen länger gehen als die ganzen anderen. Und ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt von hinten reingehe, nur damit ich nochmal so ein bisschen Zeit schinden konnte wahrscheinlich. So, okay, wir müssen hier mit der jungen da... Ach so, ach, Citara, ja guck mal an, ja guten Tag, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Ja, du hast einen Hund? Nein. Dass die NSA in meine Ports eindringt. Bürger der Welt, seid ihr bereit für Dead Sex? Weißt du, ich dachte nicht, dass das dein Style ist. Ganz locker, er ist cool. Der Punkt ist, hier geht's um unsere Marke. Und wenn uns hier jemand ficken will, soll er das vor meinen Augen machen. Der Regisseur ist ein echter Arthouse-Wichser. Und ein absoluter Stalker. Wir blamieren ihn vor der Kamera und kriegen mehr Follower. Magst du den Kerl nicht? Er hat einer Freundin von mir übel mitgespielt, hat sie abhängig gemacht. Also habe ich seine Konten getrashed. Eins führte zum anderen und Ranch und ich haben seinen 72er Cadillac abgefackelt. Mann, hat das Ding schön gebrannt. Ein Punkt für Citara. Er filmt gerade die Straße runter bei BDS Mania. Mach was Spektakuläres, Marcus. Hey, warte. Ist das ein Pfandhaus für Pornostars? What the fuck? Seinen Problemen aus dem Weg gehen zu können. Ein Pfandhaus für Pornostars. Alles klar, jetzt habe ich alles gesehen. Gut, wir steigen ein in unser Auto. Gut, ist nicht unser Auto, ist ein random Auto, aber ist mir egal, ist jetzt unser Auto. Was ist mit deiner Freundin? Konntest du ihr helfen? Ich habe lange Nächte bei ihr verbracht. Sie ist jetzt clean. Es war die Hölle, aber sie ist durch. Das Problem ist, wenn man das einmal durchgemacht hat, braucht es nur ein richtiges Stimmungstief und man ist wieder drauf. Also hat sie sich nicht erholt? Es wird langsam. Sie macht Fortschritte, aber er hat ihr übel mitgespielt. Ich glaube, wenn wir das Schwein demütigen, hilft das bei der Heilung. So gut wie erledigt. Ja, von was abhängig gemacht ist jetzt natürlich wieder die Frage hier. Ja, ich darf das Missionsgebiet nicht verlassen. Ich schätze mal da, wo die netten Herrschaften da ein bisschen auf und ablaufen. Ich schätze mal, da müssen wir hin.
Oder wir fahren einfach zum Missionspunkt. Ja. Gut, ja. Ich krieg mal wieder nichts mit. Das ist mal wieder gut, ist mal wieder schön. Fängt ja schon gut an. Wo müssen wir hin? Wir fahren mal auf die andere Seite. Alter, da geht ganz schön Post ab da drin. So, ja, ja, Song Sneak, immer wieder Song Sneak. So. Wir spähen erstmal die Situationski aus. So, schauen wir her. Guten Tag, die werten Herren. Hier, ich muss mal ein bisschen Geld abziehen. Wo müssen wir denn hin? Ach, guck mal an, Alter, wo sind wir denn hier? Ach, da müssen wir hin. Okay. Oha, hier, guck mal, hier VIP, Alter. Ich will da rein. Ich will da rein. Achso, das ist das Büro, da müssen wir uns reinhacken. Also da in den Raum, meine ich, ne? Hier ist das Ding, das habe ich natürlich schon gesehen. Die Frage ist, wie kommen wir da dran? Müssen wir dafür hier hoch? Ich meine, hier ist kein Sperrgebiet, das heißt, wir können hier einfach rumlaufen. Nur die Frage ist, wie kommen wir aufs Dach? Wir können ja nicht einfach klopfen und an der Tür klingeln oder so. Nee, nee, wir müssen uns ja da ja irgendwie anders Zugang verschaffen. Den packen wir mal weg. So, dann schauen wir mal, wie wir da hochkommen. Müsste eigentlich ganz einfach werden, hoffe ich. Wir fahren erstmal hier rein. So, kein Sperrgebiet, nix. Wir dürfen hier sein. Alles in Ordnung. So, wir parken mal. Und dann gucken wir mal da hoch. Heute Abend sind ein paar echte Stars hier, oder? Ein paar, ja. Vielleicht kriege ich ein Autogramm. Ja, ja, ein Autogramm. Ja. Wie süß. Ja, wie süß, ja. Ach, ich drücke immer falsche Taste weg. So, das hier hinten ist noch das Gebäude. Ja, das ist noch eindeutig unser Gebäude. Die Tür ist zu und das Dingensen ist natürlich hier drüben. Alles klar. Aber das ist kein Problem. Wir haben nämlich hier unser Auto. Jetzt fällt das mal runter, alles klar. Ups. Ah, easy, ganz easy. Ach, komm schon. Ups. Jetzt mit Anlauf. Das war knapp. So, einmal entsperren, bitte. Blume. Zap, zap. Nice. So, auf die Tür. Dann hier rauf. Okay, jetzt wollte ich sagen, da kommt er bestimmt nicht hoch, aber alles kein Problem. Gut, da werden wir. Die Crew scheint eine Art Party auf dem Dach zu feiern. Vielleicht ist ein Typ da draußen irgendwo. Bestimmt nicht. Wenn er nicht am Set ist, meidet er soziale Interaktion alles wie die Pest. Wenn die drinnen noch was drehen, wirst du ihn wohl eher dort finden. Totaler Control-Freak. Ja, hier sind etwas leicht bekleidete Damen zugange. Da werde ich wahrscheinlich so ein paar Zensurbalken drüberlegen. Warum ist die Tür jetzt zugegangen? Das ist sehr beunruhigend. Okay, fangen wir mal an zu zaubern. Jawohl, zaubern! Juhu! Hallo? Also muss ich Dreck über diesen, wie heißt der finden? Alejandro Jakowski. Genau. Und ihm dann den Arsch versohlen. Und das filmen. Das brauche ich für mein Video. Bist du sicher, dass du das nicht lieber selbst machen willst? Sie würde ihm den Schädel zu Brei schlagen, was nicht so gut für unser Image wäre. Obwohl es ziemlich cool klingt. Er übertreibt nicht. Gut, das heißt, ich muss versuchen, ihn zu isolieren. Wenn er am Film ist, muss ich ein bisschen soziale Manipulation betreiben. Ich habe einen Plan. Und der wäre? Dazu brauchen wir ein bisschen Tarnung, ein paar Eier und jede Menge Standvermögen. Mann, fick dich! Hey,
Wer auf einer wackeligen Leiter steht, braucht einen festen Griff an den Sprossen, Kleiner. Nein, Ray, bitte, nein. So, ich will mal warten, bis die Dialoge zu Ende sind. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas mache und dann, ja, wird es abgebrochen. Ja, das sieht ja schon mal ganz nett aus. Okay, gut, wir haben dem Geld geklaut. Das finde ich jetzt schon mal nicht so schlecht. Ah, mein lieber Freund mit der Kamera. Wir sollen die Schuhe hacken? Ne, glaube ich nicht. Ja, das war die Kamera, auf der wir eingeloggt haben. Kann sich der Fettsack mal bewegen hier? Beweg dich! Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, aber wir können auch das hier machen. Los geht's, Sexbot. Zeig mir deine Geheimnisse. What the fuck? Ne. Ne. Das ist jetzt. Ne. Ich sag dazu gar nichts. Ist das ein Ding? Jemand ist hier. Fraktion sucht die Gegend ab. Ja, kein Wunder, wenn das Ding hier was für sich für Geräusche macht. Alles klar, okay, da unten kommen wir nicht hin. Lalalala. Wie sieht's denn da drüben aus? Ich sehe jede Menge nicht ficken, wo eigentlich gefickt werden sollte. Soll ich dir vielleicht zeigen, wie das gemacht wird? Mach ich nämlich. Lass es uns nur einmal durchgehen, okay? Ich hab das Skript gerade erst gekriegt. Improvisier. Das Skript interessiert doch sowieso keinen. Geben wir es auf, jetzt nicht hier. Es ist doch nur Sex. Ja. Okay. Erst, wenn wir proben, und zwar Acer. Okay, Acer. Auf Start, aber pronto. Okay, also auf die Plätze. Trina auch nicht. Wenn ich komme, guten Tag. Ja, nicht hingucken. Bei Chrom, dann mache ich das, verdammt. Warum müssen hier immer unbekleidete Damen rumlaufen? Ich weiß ja gar nicht, ob man da jetzt wirklich Zensurbalken drüberlegen muss. Ich weiß ja nur, dass YouTube, da ein bisschen Harakesh macht. Na gut, wir haben jetzt dahin die Kamera freigeschalten, aber was bringt uns das jetzt? Nein, da gucken wir gar nicht hin, das ist hier, nein, das machen wir jetzt mal nicht. Wo muss ich denn jetzt hin, ey? Ich habe keine Ahnung hier, was... Ich brauche auf jeden Fall einen Zug. Ach so, warte mal. Ich kann mal gucken, wo haben wir denn hier? Dick. Ja, wo haben wir denn hier einen Zugangsschlüssel jetzt? Ach so. Aber besorgst du es so richtig? Die verträgt einiges. Glaub mir. Ich habe Erfahrung aus erster Hand. Nicht wahr? Ach du Heilige. Nein. Weg da, Alter. Hier die ganzen hier scheiß Klumpatsch hier. Das gucken wir uns nicht an. Warte mal. Schalten wir den Kollegen hier frei. Da können wir was hacken. Da haben wir da was. Guten Tag. Hast du noch was Besseres als das? Jo, das ist das Beste, was wir haben. Du mitspielen? Ja, ich sage. Ne. Ich schieb dir das hier in den Arsch. Ja, alles klar. Dann komme ich zurück und du kriegst das hier. So, Play-Taste. Hallöchen. Was zum Teufel, Rod? Was soll der Scheiß? Ah! Ich dir zwischen den Schlingern Strom schreibe. Was steht denn da? Schlag auf Schlag. Ja. Links, weißt du? Links, rechts. So, jetzt können wir hier rein. Dann können wir das letzte hier hacken. Jawoll. Nice. Sitara, mein Alien-Sextentakel-Roboter hat mich in die BDSM-Buchhaltung gebracht. Hier wurde kürzlich ein Haufen Bratwa-Geld deponiert. Er spielt nicht sauber. Hab's zu einem unserer Scheinkonten weitergeleitet. Such dir aus, wem du es spendest. Wie nett. Mir wird schon was einfallen. Aber Alien
Sextentakelroboter? Ich habe ihn Poki getauft. Aber sicher. Was jetzt? Naja, nachdem das Geld jetzt weg ist, jage ich Mr. Jackowski damit vom Set. So eine Art Freischein nach Spank City. Echt cooler Titel für ein Porno. Lass ihn ans Crowdfunding. Ist so gut wie bezahlt. Wie groß ist der Gewinnanteil? Ey, eins nach dem anderen, Leute. Was sind wir hier? Du musst schon mehr Geld auf den Tisch legen, wenn du willst, dass das verschwindet. Eine Drohung allein wird nicht ausreichen, damit wir seine Meinung ändern. Na gut, wir können hier unten rumfahren, aber das bringt uns nicht ganz so viel. Missionsziel erfüllt.